Kontrollverlust. Ich glaube, jeder Mensch behält gern die Kontrolle und möchte einen guten Eindruck machen. Niemand möchte dagegen vor 800 Leuten stehen, über Urologie referieren und dann eine kühle Sommerbrise um seinen Schritt spüren, weil die Lebenserwartung eines Gürtels aus Taiwan genauso niedrig ist wie die des Kindes, das ihn gefertigt hat. Seien wir mal ehrlich, Urologie ist einfach ein schlechtes Thema zum Referieren. Auch bei einem Praktikum sollte man immer die angemessene Professionalität an den Tag legen. Als ich Praktikant bei WOM war, telefonierte ich mit dem Vorstandschef der Firma und bedankte mich für die Möglichkeit, in so einem tollen Team arbeiten zu dürfen. Er sagte, dass die Firma sich doch eher bei mir für meine gute Arbeit bedanken müsste. Ich erwiderte ganz trocken, ganz genau, vielen Dank noch und schönen Tag. Und legte auf. Bis heute habe ich keine Bescheinigung über die 3 Monate Kaffeekochen bekommen. Ich habe keine Ahnung warum. Anders im Familienkreis. Eigentlich gibt es doch kaum ein Thema, die in angenehmer Runde zwischen Onkel und Oma nicht angesprochen werden dürfen. So erzählte die 14-jährige Nichte von einem sehr guten Freund bei einer solchen Begebenheit, dass ihr Stecher immer versuchte, einen Finger in ihren Hintern zu stecken, und wenn sie nicht aufpassen würde, nehme er dafür seinen Schwanz. Eine gewisse Stille und irritierte Rückfragen der älteren Generation müssen hierbei nicht unbedingt als Negativreaktion gesehen werden. Es könnte auch wahres Interesse bedeuten. Vor vielen Jahren fragte ich mal eine jüngere Verwandte, warum sie mit einem solchen Idioten zusammen sei, der selbst Duschen für modernen Schnickschnack hielt. Ihre Antwort war simpel und abgeklärt. Sein Schwanz ist riesig und er fickt einfach göttlich. Ja, aber nicht nur dich, dachte ich mir als schlagfertige Antwort. Aber vielleicht war ich damals schon zu kontrolliert und habe alles zu eng gesehen. Natürlich gibt es Variationen. Wenn man auf die Frage, wie man es geschafft habe, der zweite Sprecher der größten Filiale einer Versicherungsgesellschaft in Deutschland zu werden, daraufhin darf man ohne Probleme auch damit angeben, sich hochgeschlafen zu haben. Man sollte sich da nur nicht von seinem Chef mit seiner Frau in ungünstigen Posen erwischen lassen. Ungünstig ist es ebenfalls, wenn man zu viel getrunken hat, mit Frauen auf einer Party flirtet, auf der auch seine eigene Freundin ist, und dann den restlichen Abend seiner Herzallerliebsten von den anderen weiblichen Geschöpfen vorschwärmt und vorschwärmt und vorschwärmt, bis man besoffen ins Koma fällt. Eine gute Ausrede für so einen Fauxpas ist knifflig und bedarf höchsten Einfühlungsvermögens. Ich versuchte es dagegen mit einem schlichten Frohes neues Jahr! Wie ihr seht, Gedanken über die Selbstkontrolle sind des Deutschen liebstes Gut. Naja, egal. Ich rufe jetzt einfach mal die Mutter meiner Ex an und berichte ihr, dass meine neue Freundin im Gegensatz zu ihrer Tochter im Bett abgeht wie ein Zäpfchen. Vielleicht kann sie ja mit der Information irgendwas anfangen. Für mich wäre es jedenfalls so schon okay. Vielen Dank.